Run, run, Bärka, hey! Der Gastauftritt des Berliner AK beim 1. FC Lok Leipzig entwickelte sich von Anfang an zum vorher bereits erwarteten Kampfspiel, in das die blau-gelben Hausherren in der ersten Halbzeit viel besser hineinfanden als der Tabellenführer aus Berlin. Vom BAK zunächst nicht viel zu sehen, nach einer halben Stunde aber, nach einer Ecke die Riesenchance für die Leipziger, aber weder Christoph Schulz noch Gerald Muvanga können die kurzzeitige Verwirrung im BAK-Strafraum ausnutzen. Nur ein paar Minuten später wieder Christoph Schulz, diesmal allein vor Marcel Höttecke, aber der BAK-Schlussmann blieb cool. Was war in der ersten Halbzeit nur mit den Berlinern los? Sie kamen einfach nicht richtig ins Spiel. Erst kurz vor der Pause mal so etwas wie eine Torchance hier. Nach diesem Schuss von Philipp Malinowski, Kian Soltanpour kommt nicht richtig an den Abpraller heran. Mit dem 0:0 nach 45 Minuten mussten die Berliner am Ende sogar mehr als zufrieden sein. Nach dem Wiederanpfiff aber war der BAK jetzt sichtlich bemüht, das Spiel zu dominieren und zu gewinnen. In die Situation wie in der ersten Halbzeit für die Leipziger. Riesenchance hier nach dieser Ecke für den BAK, aber Christian Simon kann sie nicht nutzen. Das Spiel wurde zunehmend härter. Leipzig hielt mit Kampf dagegen. Philipp Malinowski und dann wenig später Rocco Teichmann mussten Mitte der zweiten Halbzeit einiges einstecken. Doch die Berliner setzten sich jetzt immer besser auch im letzten Drittel durch und erspielten sich so vor allem über den starken Otan Cepney als Linksaußen Torchancen. Kian Soltanpour hätte den Ball hier eigentlich nur noch über die Linie drücken müssen. Kevin Kruschke hatte sich in der Woche eine Beckenkammprellung zugezogen. Trainer Engin Janova wollte ihn schonen und erst später bringen, nach dem Motto, lieber eine halbe Stunde Vollgas als anderthalb Stunden nur mit 50 km/h. Kevin Kruschke kam in der zweiten Halbzeit für Lennart Hartmann. Und der 22-Jährige machte auch gleich ordentlich Dampf im altehrwürdigen Bruno-Plache-Stadion. Der BAK immer stärker, schöne Kombination über Kian Soltanpour, aber Kruschke verzieht. Aber auch Lok kam noch einmal gefährlich vors Tor. Steve Rolleder prüft Marcel Höttecke. Aber der BAK-Schlussmann hatte am Sonntag einfach einen exzellenten Tag erwischt. So auch hier, nur wenige Minuten später, wieder gegen Rolleder. Das Duell Rolleder gegen Höttecke ging heute ganz klar an den Berliner. Hinten stand also die Null und vorne Otan Cepney beackerte unermüdlich die linke Seite. Ging da vielleicht doch noch was? Ja, Kevin Kruschke macht mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0 für den BAK. Satt und sauber getroffen, für Keeper Steven Braunsdorf blieb keine Chance. Lok wollte sich jetzt mit aller Gewalt für die engagierte und kämpferische Leistung zumindest mit einem Punkt belohnen. Torhüter Braunsdorf war mit in den BAK-Strafraum aufgerückt. Das war zu gewagt. Kevin Kruschke erobert sich den Ball und marschiert allein aufs leere Leipziger Tor zu. 2:0. Kevin Kruschke nach seiner Einwechslung und den beiden Toren so etwas wie the man of the match. Naja, man of the match ist immer so ein großes Wort. Ich würde mal gerne sagen. Man of the match, Junge! Ich würde mal sagen, das ganze Team ist halt gut gespielt. Die zwei Tore passieren auch nur, weil wir wirklich gepresst haben am Ende. Wir wollten unbedingt den Sieg und dass ich die zwei Tore mache, naja, Glück für mich persönlich. Besser geht's nicht. Ja, also ich habe mit Kevin gesprochen, ich habe gesagt, lieber eine halbe Stunde richtig Gas geben als 70 Minuten mit Handbremse. Und er hat Gas gegeben und uns belohnt. Dank der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewinnt der BAK also bei Lok Leipzig am Ende mit 2:0. Die haben alles, was sie haben, 100% sich eingesetzt heute, auch mit den Zuschauern. Deswegen war es für uns sehr, sehr schwer, auch ins Spiel zu kommen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir da einige Defizite gehabt, nicht die Ruhe gehabt am Ball. Zweite Halbzeit hat es besser geklappt, auch über die Flügel, die Aktionen haben besser geklappt, sodass wir auch die Torchancen nach vorne dann hatten. Und dass wir zum Schluss belohnt wurden, zeigt dann, dass wir eine gesunde Mentalität haben. Fußball beginnt ab der 70. Minute, sagt der Trainer immer wieder. Das hat man heute gesehen. Sicherlich auch glücklich. Leipzig hätte in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore machen können. Haben sie nicht. Wir haben die drei Punkte jetzt. Deshalb stehen wir oben. Spiel wie in Leipzig muss man einfach gewinnen und am Ende die drei Punkte nach Berlin mitnehmen. Dank der beiden Tore von Kevin Kruschke geht der Berliner AK jetzt als alleiniger Tabellenführer der Regionalliga Nordost in die Punktspielpause. Run, BRK, run, run, BRK, hey!